Leute, ihr wisst, das Haus zahlt sich nicht von alleine. Ich bin heute hier in Köln mit Patrick von Gamers Only. Und zwar gibt es einen neuen Geschmack, und zwar Classic Energy. Das Ganze kommt so in der 200 Gramm Packung. Das Ganze hat Zero Zucker und hergestellt in Germany. Und jetzt probiere ich mal zum ersten Mal hier, wenn Patrick neben mir steht und mit der Waffe auf mich zeigt, ist natürlich auch... Der ist nice. Der ist nicht so aufdringlich. Aber sei mal ehrlich, wann habt ihr angefangen damit? Wie lange dauert die Planung? Wir haben da für den Geschmack haben wir auch bestimmt 4 Monate gebraucht, mindestens in der Entwicklung, hin und her, hin und her. Wie drückt ihr aus, was geändert werden muss am Geschmack? Das ist doch voll schwierig, der Produktion zu sagen, ey, hört mal, vom Geschmack muss da und da was geändert werden, oder? Ja, du gehst halt über Süße und Säure und ja, und dann sagen wir halt auch, natürlich gibt es da schon quasi Vorgaben, welche Richtung es gibt. Es gibt ja schon gelernte Geschmäcker da draußen. Uns Community fällt das auch, dass wir da halt auch mehr Mühe geben als so viele andere. Safe. Und ich hoffe, dass auch bald endlich mein eigener Geschmack kommt. Darf ich eine Sache leaken, die es schon mal nicht wurde? Ja, klar. Ich wollte eigentlich Waldmeister machen, haben die Boys nicht gefeiert. Kommt einfach nicht. Kommt einfach nicht. Aber wenn ihr Classic Energy probieren wollt, könnt ihr gerne den Link unten in der Videobeschreibung abchecken. Mit meinem Code Sascha spart ihr nochmal 10% oben drauf. Danke für alles. Kuss geht raus. Danke wirklich auch an Gamers Only, dass wir jetzt hier ins Office vorbeikommen konnten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Dave, Kuss geht raus. Mein RTL. Oh Mann. Sata Hugo, Lieblingszahl. Die alte Zentrale kommt mir doch sehr bekannt vor. Hugo, was ist los, hä? Was ist los, Hugo? Was läuft, was läuft? Willkommen Ach, zum nächsten Video. Vor allen Dingen 5.04.1940. Das ist jetzt unvorteilhaft. Okay. Ja, erklär Sascha. Bitte. Also, folgendes Szenario. Real Talk aus der alten Zentrale. Geschichte. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich verlange ja nicht, nur weil ich Deutschlands größter Streamer bin, dass jeder Hans und Franz mich zu jedem Event einladen muss. Ich kenne diesen Ange-Forz, kenne ich nicht. Ich weiß, der wird es nicht sehen und so, eigentlich juckt es auch nicht, aber ich habe das Event verfolgt, während ich noch im Schnittprogramm war. Und da muss ich sagen, alter Marius, erstmal nochmal danke für die Einladung. Und ich bin sehr stolz, was alles auf Twitch abgeht. Ey, an alle Streamer, die sich den Arsch aufreißen, solche Events fahren. So bei Marius hat man ja auch so Videos gesehen, mitten in der Nacht Nervenzusammenbruch, weil er Zweifel hatte und so. Größten Respekt, Mann, sehr geiles Event. Ich habe zwischendrin es sehr enjoyed. Auch mit Jens war ich sehr froh, dass er auch mal als Kommentator und so vorbeikam. Die Auswahl an Leuten, die da war, war sehr fresh, Mann, die Stimmung war sehr geil. Da kann ich einfach nur den Hut ziehen, ne? Ich meine, ihr seht meine Streams hier und es gibt Leute, die wirklich was machen und da muss man einfach Respekt haben. Und da muss ich sagen, Marius, sehr, sehr stark und ich freue mich auf alles, was du in Zukunft noch machen wirst. Stonk, stonki, stonk, stonk, bongi, bongi, bonk, donki, di, donki, di, donk, stonki, stonki, stonk, stonk, donk, 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 donk. Digga, what the fuck? Weißt du, die machen sowas, weißt du? Scheiß auf ihn. Hä, was? Nee, alles gut, Mann. Bruder, Henke, das ist, also, für alle Leute, die ihn nicht kennen, das ist Henke, wohnt auch in Stuttgart, ist auch ein Homie. Henke ist der größte Handy-Chiller, den ich kenne. Bruder, es nervt so sehr. Ey, vielleicht habt ihr das auch im Freundeskreis, diese eine Person, du laberst und die chillt am Handy. Okay? Okay, was ist am Handy so interessant, hä? Henke, tu mal nicht so, als ob du jetzt mit 20 offene Chats hast, hä? Da geht gar nichts. Da kommt Instagram, du swipest, du öffnest Instagram, da kommt schon, du bist auf dem neuesten Stand, Henke. Laber mich doch nicht voll. Sascha ermittelt den Fall. War der Kuss zwischen Revier und Trief dicht? So, nein. Ich glaube, ungefähr die Perspektive. Ja. Man hat hier Sebastian gesehen, ich bin jetzt Antonia. Bruder, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Dieser Kuss war nicht echt. Der war nicht echt, Digga. Und bevor ihr jetzt schreibt, gönn, Pause, ich würde es denen gönnen. Ich würde es denen gönnen. Wir haben das Ergebnis. Es war fake. Zuschauer Packet Opening bei Nova. Ich präsentiere einfach mein Chat so. Nein. Ich hasse euch so, ne? Was? Hä? Hä? Bruder, da muss ich aktiv los. Bruder, Digga. Oh, Mann. Oh, neues Merch online.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Chat. Wer auch immer die Dame war, die das Geschenk bekommen hat, Glückwunsch. Eigentlich ist es ein sehr geiles Geschenk. Beschweren kann man sich da nicht, Mann. Ich will das gar nicht aufrufen. Am Ende ist das irgendein Scam-Link. Was ist denn das? Johann Weid S. aus Berlin. Wie hieß der? Johann Weid. Der hieß John, aber auch gut gelesen. Fand ich nice. Ist so dünn, das AirPod, MacBook. Mann! iPad Air. Danke, Chef. Meine Lieblingszahl ist die 19, ist auch groß. Ist auch groß. Das lassen wir dann. Was nehme ich noch? Hast du eine Lieblingszahl? Chef, alles gut bei dir? Same action mit der Zeit. Wir wurden, also mir selber wurde echt übel viel, Digga, wenn Danny einmal hängt, Bruder. Wenn Danny einmal hängt, Mann. Genau. Und warte, ich weiß nicht, ich hab das auch schon mal im Stream gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr die Aussage fühlt. Ich hab dieses genau bei Nico im Stream so oft gehört, dass dieses originale genau von Marc mir gar nicht mehr real erscheint. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es jemand fühlt, Digga. Ich hab es. Dieses genau kommt mir nicht mehr real vor. Genau. Ich schwör's euch, das ist insane, Mann. Schön, dass ich einfach mir Zeit nehme, um über die wirklich wichtigen Sachen im Reden zu leben und einfach mal Statements und Facts rauszuhauen, so. Vor mir! Oh, Mann! Dieses Timing immer! Warte, hast du mich gerade eben Bruder genannt? Oh, Digga, Hugo! Ganz falsch abgebogen, Hugo! Das ist wirklich gar... Also, da bist du... Also, ganz unangenehm gerade. Das sagt mein Chef. Ich hab gar nichts gesagt. Angst! Komm, zeig mir deine Taube. Oh mein Gott, das war falsch. Hugo, oh mein Gott. Welcome back. Mal noch kurz scheißen. Okay. Wie ich Sascha finde, finde den sehr nett, sehr sympathisch. Der ist ein richtig guter Kumpel. Der ist doch top. Was für, when you try the best, but you don't succeed. Ich hab einen neuen Homie, Digga. Ein Homie hat für mich kein Geschlecht. Ein Homie kann männlich sein, ein Homie kann genauso gut weiblich sein. Guck mal, ich sitz hier, da braucht ihr kein großes F da lassen. Da könnt ihr diesen da lassen, hä? Ein Monte Akama da lassen. Nein, kein großes F. Und Hugo, es war wirklich Hugo, das. Wer schickt ihm die Scheiße, Mann? Als ob er wirklich um 2 Uhr nachts den Streamern hat, Mann. Der Bruder macht ein f***ing FSJ. When you try the best, but you don't succeed. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Ich kann euch da zu diesem Thema nur eine Sache sagen. Erstmal ganzes Setup von Revi zerstören. Oh mein Gott, ich bin schon wieder gegen diesen Button gekommen. Der dann doch noch oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Was ist das für ein Setup? Wie kann es... Hat er so einen kleinen Mikrofonarm oder was? Best of Discord Sound. Hallo? Hä? Lol. Wobei, eigentlich fronte ich gar nicht so viel. Front hat nur Sascha, also. Kochstream mit Nova. Mit wem? Wer ist Nova? Euer Streamer. Richtig auf 5. Klasse angelehnt. Ich werde viel selbstsicherer mit mir als Person, mit meinem optischen Erscheinungsbild, mit meinen Streams. I don't know, also ich merke auf jeden Fall, dass ich mich... Ich hab einen Krampf im Arm! Okay, doch nicht ins Positive, ich werde ein dummer Sohn, fuck! Wenn Agathe nicht mehr zaubert. Dass du dich nicht schämst, dass du hier so schwitzt. Ich bin... Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit bei einem anderen hingeguckt. Ich hab mein Ding ganz laut geworden. Mann. Agatha muss wohl doch bleiben. The Real Donang 24, hast du das Video gesehen, wo Justin dein Merch auf dein Merch reacted? Ne, hab ich nicht. Hat er mal auf ein Merch reacted? Als ob. Nein, hat er nicht, du Idiot. Guckt euch den Idiot an. Ja, den hat uns gestern so voll leckere Donuts mitgebracht, die sind komplett vegan. Egal. Mir meine ich. Also, ich war alleine zu Hause halt. Übertrieben Dorf. Auf deiner rechten Schulter. Das ist meins. Das ist mein Haar. Guck, Sonne lacht. Bitte Merkel, mach Spielhalle auf. Ja. Hallo Merkel. Du sollst auf echt aufpassen, dass ich da nicht emotional werde. Hier in der Brust. Ich bin's wieder, euer Coach Kork.
Einfach besser, Bruder. Ich bin einfach besser. Ja? Ja. Oh mein Gott! Ich bin der Allerbeste! Feini. Ah, Hugo, Kuss geht raus. Also ich frage mich auch, wann der Typ schläft. Er ist im FSJ, er macht hungrige Hugo, er macht satte Hugo. So wie ich ihn kenne, mittlerweile immer noch alles auf dem iPad. Er hat selbst keinen Rechner. Ich weiß nicht, was er mit seinen YouTube-Einnahmen macht. Willst wahrscheinlich sparen für ein Geschenk für Marcel, Digga. Da kann man ein dickes F da lassen für... Ja, Hugo, Alter. Ja, ein sehr gutes Video. Auch wenn da ein paar Szenen dabei sind, wo ich auch nochmal nachher eine Memo an Hugo schicken muss.